Hallihallo, ich habe total vergessen, euch dieses Video hochzuladen. Wie die Kleinen noch ziemlich klein waren. Und man sieht da hinten schon, dass sie immer versuchen, beim Männchen mitzufressen, beim Tiger. Ja, dadurch das kleine Gitter kommen sie gar nicht durch. Aber nebendran sind die größeren Spalten, da kommen sie tatsächlich durch und können mit rüber zum Männchen und mit dem Männchen fressen. Hier rechts haben wir die große Heuraufe oder eher gesagt Grasraufe. Da ist ganz viel Futter drinnen, immer für die Kaninchen. Wir haben die extra hochgestellt, damit die Kleinen unten drunter durchkommen und einfach das kriegen, was ihr die Großen raus und runter schmeißen. Und somit wird das meiste eigentlich aufgegessen. Wenn es am Boden steht, dann kommen die Kleinen tatsächlich schlechter ran, weil die Großen einfach alles blockieren. Da sieht er nicht süß aus, wie er da so sitzt. Genau, hier sieht man das gleich. Alle blockieren die Reihe und der Kleine unten drunter hat genügend Platz, um trotzdem was abzukriegen. Ist der nicht süß? Voll toll. Ich beobachte auch die Kleinen immer total gern, wie sie hier durch die Gegend flitzen und überall alles erkunden. Da kommt einer raus. Ist einfach total süß. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die sind jetzt da gerade mal so 4 Wochen alt und sind schon überall mit dabei und erkunden alles. Da sieht man jetzt, wie sie beim Tiger drüben sind und mit ihm mitfressen. Die Männchen machen den Kleinen in dem Alter überhaupt gar nichts. Ganz im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl, die freuen sich voll drüber, wenn sie hier nochmal direkte Gesellschaft haben. Und die Kleinen einfach immer rüber und überschlüpfen. Von dem einen Ort zum anderen Ort. Und ich habe das noch nie erlebt, dass die Männchen irgendwie die Kleinen angegriffen hätten. Ich mache das jetzt schon so seit 2 Jahren und es klappt echt super. Ich hatte auch in meiner Kindheit schon immer die Kaninchen in Gruppen gehalten und Jungtiere großgezogen. Und auch da hatte ich mehrfach die männlichen Kaninchen mit den Jungen zusammen und da war auch nie etwas. Ich hatte das sogar einmal so, dass die wirklich noch im Nest gesessen sind und noch ganz klein war und da die Männchen mit dabei waren. Und das hat echt nie was gewesen. Das ist echt toll, selbst wenn sie nicht mal der Vater der Jungen sind. Jetzt hat man gesehen, wie einer durchgeschlüpft ist. Also für die total leicht. Und schwupps, noch mal einer. Also die gehen da einfach rein und raus. Ich habe auch festgestellt, die kommen ziemlich lange durch. Aber die Männchen sind da echt super. Er hat damit überhaupt kein Problem, kratzt sich, macht sein Ding und die Kleinen fressen da alle bei ihm unten drunter. Das ist einfach super süß. Also dann Servus, bis zum nächsten Mal.